Ich brauche dich als kleinen Lebkuchenfreund. Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge. Ich wollte gerade wieder sagen, Let's Play Clash of Clans. Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr habt jetzt gerade so ein bisschen anderen Blickwinkel und ich nehme von einem anderen Ort auf und die Kamera ist jetzt zwar nicht so nett, aber dann seht ihr wenigstens ein bisschen Bild und Ton. Und ja, wir wollen natürlich heute in die Weihnachtsbäckerei reingehen, aber ich hoffe, ihr habt auch schon den neuen unverkennbaren, vor allen Dingen unverkennbaren neuen Weihnachtsbaum. Ich denke, ihr habt ihn alle schon gefunden, irgendwo mehrmals wahrscheinlich schon in euren Bases. Aber was ist auffällig, wenn ihr die Weihnachtsbäume mal so angeordnet habt hier wie meine Wenigkeit, dann werdet ihr feststellen, dass alle anderen Weihnachtsbäume eigentlich so einen schönen kleinen Sockel haben. Das hat der neue Weihnachtsbaum nicht. Entweder haben sie ihn vergessen, weil die Felder sind die gleichen, aber nicht so einen schönen Sockel. Oder sie haben ihn jetzt ganz bewusst weggelassen, weil die Transparenz ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich mag den neuen Baum, muss ich sagen. Und er identifiziert sich hier auf jeden Fall voll mit dem Event, indem er natürlich jetzt auch schon so einen Keks da oben drin hat. Und klar gibt es das Event mit der Weihnachtsbäckerei. Nur kurzer Status aus meiner Base. Läuft bei mir. Aber was noch nicht so läuft, sind meine Entscheidungen eigentlich. Was machst du jetzt eigentlich hier? Beziehungsweise, was macht man eigentlich in der Weihnachtsbäckerei? In der Weihnachtsbäckerei, ich nenne das immer so, Lebkuchenbäckerei, ja, ist es natürlich so, dass du hier eigentlich ganz normale Spiele machst. Und ich habe heute Abend so ein bisschen, ich habe den so ein bisschen runtergezogen, den Pass, den kleinen Erlebnispass hier. Ne, Eventpass, nicht Erlebnispass, Eventpass. Denn eigentlich ist das nur ein Glimmererz, Plätzchen, Glimmererz, Glanzerz, Glimmererz, Sternerz, eine Deko, Plätzchen, Glimmer, Deko, Glimmer, Glanz, Glimmer, Stern, Glimmer, Pass. Mehr ist es nicht. Aber ich meine, günstiger kann man im Moment nicht an Glimmerz rankommen oder an Sternerz oder an Flimmerz. Ne, nicht Flimmerz, sondern es heißt Sternerz, Glimmerz, wie heißt denn Erz nochmal? Sternerz, Glanzerz, Glanzerz rankommen. Muss ich mal so sagen. Und ihr bekommt in jedem Fall mindestens auch als Free-to-Play-Spieler ein Item aus diesem Pass heraus. Welches Item, da müsst ihr euch, ihr Free-to-Play-Spieler, auf jeden Fall entscheiden. Ich denke mal, die Pay-Spieler, also nicht die Free-to-Play-Spieler, sondern die Pay-to-Pay-Spieler, die bekommen vermutlich zumindest die beiden ersten Sachen hier. Das ist das erste epische Item für die Helden. Das ist der Riesenhandschuh. Und klar, der Riesenhandschuh, sagt es ja eigentlich schon, der macht den Riesen riesig. Ja, also es ist, wie gesagt, das erste epische Stück. Er macht den Riesen riesig und der Riese, ihr seht das hier nicht, der Riese, sondern der King, macht Flechtschaden. Flechtschaden, richtig krank. Und die Fähigkeitsdauer ist jetzt auf Stufe 1, 12 Sekunden ist natürlich nicht so lang. Flechtschaden 2,5 Felder. Wir werden ihn gleich auf jeden Fall kurz mal anleveln. Und ihr könnt euch sicherlich als Passspieler hier dann auch den Lebkuchenkönig gönnen. Das ist aber eher nice to have. Ich denke mal, der Handschuh ist auf jeden Fall so ein Must-Have. Der Lebkuchenkönig, finde ich, ist so ein bisschen nice to have. Alle anderen Sachen sind aber für mich auch eigentlich ganz, ganz schön nice to have. Muss ich sagen, gerade wenn es hier um die Erze geht. Glimmerz, Glanzerz, Sternerz gibt es nicht. Aber klar, alle anderen Sachen, Bücher und so, ist auch nicht schlecht. Oder der Begleitertrank, ihr seht, ich könnte sogar 6 Stück hier kaufen und kann nur 5 Stück aufnehmen. Ich habe keine im Moment. Ich habe alles verballert hier oben in den Ferdifuchs. In den Ferdifuchs. Und deswegen bin ich da so ein bisschen, ich will die Heldenbücher eigentlich wirklich für Helden lassen. Heldenbücher sind für Helden und nicht für Geisterfüchse. Ja, also der Level, der wird bei mir ganz normal durchleveln. Alles andere läuft. Habt ihr ja gesehen, 4 Devs. Und ja, das Farmen klappt eigentlich auch ganz gut. Es läuft nichts im Labor, weil ich im Moment noch ein bisschen, ich habe noch kleines Equipment hier über, wenn auch nicht viel, ein Zauberbuch und ein Heldenbuch noch, kriege aber noch 2 Heldenbücher aus dem Pass, also da geht es auf jeden Fall auch locker weiter, aber lass mal eben in den Pass reinschauen. Ich habe mir natürlich schon ein paar Sachen hier freigeschaltet, das heißt, ich habe jetzt schon eingefordert, die Vorteile, die sind natürlich super, 30% plus 20% aus dem normalen Goldpass ist schon echt nett, 50% für Schnellbesserung, das ist echt mal super, da brauchst du eigentlich gar keinen Trank mehr. Mit Trank wird die Clanburg nie so schnell von der Zeit auslaufen, wie du eigentlich die Truppen anfordern könntest, weil deine Armee schon wieder komplett fertig ist. Und ihr seht auch die anderen Sachen, das summiert sich ganz nett. Ich habe auch die beiden neuen Event-Truppen, wir werden sie auch anspielen. Ich habe sie noch nie gespielt, ich habe sie bisher nur gesehen. Bei den Event-Truppen ist es ja auch etwas anders als bei den Super-Truppen. Die kannst du ja wenigstens schon einmal anspielen. Das geht leider bei den Event-Truppen nicht. Die kannst du leider nur
einmal kurz sehen. Und die Eventtruppe ist ja die Widerreiterin, die dann über die erste Mauer springt, bis sie zur ersten Def ist, beziehungsweise nicht springt, sondern die erste Mauer kaputt macht. Die erste Mauer kaputt macht, die zweite dann nicht mehr, wenn sie auf eine Defensive trifft. Und des Weiteren haben wir hier den Event-Packer, den Packers. Packers plus die olle Keksmaschine. Helfen wir mal gerade auf die Sprünge. Hier ist die olle Keksmaschine, der Packkeks. Der Packkeks ist natürlich krank, 10.200 Schaden, 10.000 Trefferpunkte hat das Rad auf 16. Und das ist natürlich One-Hit weg, aber 2.400 Trefferpunkte, das ist eher nicht viel. Das ist eher nicht viel, da muss auf jeden Fall was davor, finde ich. Es gibt sicherlich auch die eine oder andere Truppe, die mit denen kombiniert werden kann, aber ich werde sie auf jeden Fall anspielen. Erste Armee, die ich aber habe, auch wieder entdeckt, weil ich sie auch gelevelt habe, sind die E-Drachen. Ich bin überhaupt kein E-Drachen-Spieler, kann ich euch sagen, Leute. Nicht, dass ich sie nicht mag oder so, ich habe sie bisher nicht spielen können. Hier ist das natürlich ein bisschen was anderes. Ich bin nicht mehr eine Legende, ich kann ein bisschen farmen, obwohl ich schon wieder nah dran bin hier, ne? Ich muss gleich nach dem nächsten Kampf auf jeden Fall ein bisschen droppen, nicht, dass ich plötzlich, bam, ein bisschen Legende, hurra. Da habe ich im Moment nicht so die wirklich große Lust drauf. Und heute Nacht läuft bei mir wirklich, wirklich viel Loot hier. Dann gehen wir mal rein. Ich habe eine Blimp am Start. Klamburg ist da hinten. Die können wir erstmal außen vor lassen. Und die Gebäude. Ja, ihr seht immer die Gebäude, die Punkte auch bringen. Also die Kekse, Kekspunkte bringen. Das ist in dem Fall der Monolith. Und hier hinten der Bogenschützenturm. Also das sind drei Gebäude, die zufällig ausgewählt werden. Finde ich auch ganz gut, dass das jetzt auch so gemacht wurde. Denn bei dem ersten Event, was wir ja so in so einer Art Pass gespielt haben, da konntest du alles mit Schleichis dir ratzifatzi raussuchen. Weil viele hatten irgendwie so ihr Lager unten oder draußen. Und da konntest du viel mehr machen als jetzt. Jetzt bist du wirklich darauf angewiesen, dass du hier sauber die Angriffe durchbringst oder überhaupt Angriffe machst. Ja, überhaupt Angriffe machst. Und das finde ich eigentlich echt sehr, sehr gut. Okay, den Golem hätte ich auch vorher schicken sollen. Wir können jetzt erstmal die ganze Flanke entlang gehen. Und hier hätte ich jetzt natürlich mal den Handschuh, hätte ich mal den Handschuh mitgenommen jetzt schon, denn ich kann ihn mir schon kaufen. Ich bin jetzt schon so weit im Pass. Ich denke, ihr seid jetzt auch schon so weit im Pass, wenn ihr zumindest den Ereignis Goldpass spielt. Und dann können wir hier hinten eigentlich reingehen. Wir müssen den hier eben mal auf Boden stellen. Haben hier noch einen von denen. Und gehen hier komplett rein. Und nehmen den Warden hier mit rein. Den Warden habe ich im Moment equipped mit Wut. Das heißt, Wut und mehr Wut hier für die E-Drachen. Die haben ja nicht immer ganz so viel. Aber, na okay, da ist natürlich jetzt außen so ein bisschen was schief gelaufen. Die Blimp kommt auf jeden Fall an. Ich will nie das Rathaus haben, das wisst ihr. Ich will nie das Rathaus haben. Und die Blimp macht aber auch, okay, ich kriege nicht mal das Rathaus damit. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall andere Rathaustruppen hier auch noch. Man will jetzt aber mal sehen, dass ich hier noch ein bisschen reinboote. Also ich bin noch nicht so ganz d'accord hier mit den E-Drachen. Und der darf nicht nochmal schießen. Okay, aber wir haben auf jeden Fall den Loot davon bekommen. Den haue ich eben mal weg, weil ich ihn gleich nicht brauche. Und dann können wir hier hinten noch was machen. Ja, ein Stern nur, glücklicherweise nur ein Stern. Aber so kann man es eigentlich ganz gut spielen. Ich habe jetzt überhaupt kein Dunkles gekriegt, habe ich gerade gesehen. Das ist auch nicht so ganz super. Das ist auch super optimal. Ich sollte auch ein bisschen Dunkles farmen, denn die Begleiter und auch die Helden sind ganz schön teuer auf Rathaus Level 16. Das wisst ihr selber. Ich habe heute übrigens auf in meinem Stream mitbekommen, dass man jetzt wohl auf Rathaus Level 7 die Helden auf 10 machen kann, das heißt den King auf 10 und er kann auf Rathaus Level 8 auf 20 gebracht werden. Das ist natürlich nicht schlecht. Das soll sicherlich den Start auf Rathaus Level 9 und auch überhaupt Level 9 so ein bisschen nochmal verschnellern, also nur noch 40 Heldenlevel, 30 für die Queen und 10 für den King. Das macht es natürlich nochmal an der Stelle echt interessant. Auch nochmal wieder ein etwas kleinerer Account, sage ich mal, nicht nur Just for Fun, sondern auch für Clanstadt und so weiter nochmal hochzuspielen oder überhaupt mal an neuen Events teilzunehmen. Da bleibt bitte an meinem Kanal dran, dann teile ich euch das auf jeden Fall mal mit. Jetzt weiß ich nur nicht, was nimmt man eigentlich in so einer Armee hier mit, die ja so ein bisschen springen kann, die ja so ein bisschen kann.
Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber diese Kombi hier geht eigentlich immer so ein bisschen für die Mitte. Habe ich jetzt auch so eine Karre, hier, so eine Karre habe ich auch, perfekt. Und habe jetzt mir aber noch nichts Neues reingespielt, aber ich wollte mir jetzt doch mal den Handschuh holen hier. Also gehen wir mal in den Shop, wir holen uns den Handschuh, ja, kaufen wir, dann equippen wir den auch. Ich bin mal gespannt, wie das hier eigentlich aussieht. Aha, da kommt der 5. Slot dazu, das ist der neue Handschuh. Perfekt, den nehmen wir für den Bart oder nehmen wir den Handschuh eher für die Puppe. Ich überlege gerade, das ist ja eine aktive Fähigkeit, ne? Das ist eine aktive und das ist eine passive. Man kann nur eine aktive nehmen, man kann auch zwei aktive schmieren. Aber lässt sich nur einmal drücken, also müssen wir den schon da austauschen. Und den leveln wir, genau, auf, weiß ich gar nicht, auf wie viel wir den jetzt leveln. Es ist ja, später wird er ja honorant teurer. Und ich habe aber auch schon ein bisschen was angesammelt, das seht ihr. Das werden sicherlich ganz, ganz viele machen, hier ihre Sachen mindestens so auf 9 verbessern oder so. Da geht's jetzt schon in die ersten Sterne rein, Leute. Hier geht's schon in die ersten Sterne rein und geht auf jeden Fall noch was, aber ich spare mal auf. Erstmal Level 9, den haben wir jetzt auf Level 9 und ich denke, das reicht uns erstmal. Ja, ich weiß nicht, wie hoch ihr den jetzt schon levelt, ob ihr jetzt sagt, ja, ich level den durch, aber irgendwann ist sowieso vorbei. Dann, ich habe im Moment auch nur 20 von den Sternzeug, von den Sternherz. Naja, ist noch nicht ganz so viel, aber soll auf jeden Fall was werden. Okay, wir gehen rein in die Suche. Heute Nacht ist echt guter Loot da. Mit heute Nacht sage ich, oh, 1,4 Mille. Jawohl, da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Ich sehe mich nur noch nicht mit dieser Armee hier, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich sehe mich nur noch nicht mit dieser Armee hier. Ich gucke mal gerade, wie das Ganze funktioniert. Die springen über, ich gehe mal hier bei der Luftabwehr hin. Die gehen hier durch die Mauer durch, bis zur ersten Defensive. Okay. Und die schaffen sie nicht ganz. Alles klar. Warum auch immer. Dann gehen die immer noch auf die erste Defensive. Jawohl. Und springen dann allerdings später über die erste Mauer. Okay. Haben wir verstanden. Machen wir so. Die müssen wir Stück für Stück setzen. Nehmen wir hier erstmal 1, 2 Loons. Queen mit drin. Heiler rein. Gegnerische Queen. Ist das die gegnerische Queen oder ist das ein König? Das ist der König. Der braucht auf jeden Fall so ein bisschen Feuer hier von mir. Und ich habe auch nur einen Mauerbrecher. Den können wir da gleich setzen. Weil wir brauchen natürlich wieder die Gebäude hier für den guten Stuff. So nenne ich ihn ja manchmal. Das Ganze kann man natürlich auch mit einem Bordenborg kombinieren. Oder mit einem Kinborg. Sei euch überlassen. Oder vielleicht mal ein Glatiborg. Und ihr seht auch endlich mal die Lebkuchen Queen am Start. Ich habe jetzt beides mal equipped zu Weihnachten, also sowohl die alte Jolly Queen als auch diese Queen hier. Wir machen hier erstmal die ersten defensiven Gebäude weg, würde ich sagen. 1, 2, 3, dass das hier außen so ein bisschen vorangeht. Und dann gehen die nämlich auch schön durch die Mauer durch für meine Packies gleich. Zumindest die erste geht da durch, perfekt. Die erste ist da durchgegangen. Wir setzen die hier in Wellen weiter. Einmal hier, okay. Die haben natürlich jetzt alle Außengebäude. Das ist ein bisschen dusselig, muss ich sagen. Die haben alle Außengebäude, aber da geht's jetzt schon durch. Eben mal die beiden hier zünden. Und ich würde sagen, wir gehen mit dem Golem hier unten mal durch. Und haben jetzt gerade schon unsere Queen verloren. Das ist suboptimal. Okay, das ist suboptimal. Wir haben aber noch zwei Reiterinnen hier. Schicken wir mal da und da. Und dann haben wir gleich die Packies am Start. Okay, dann haben wir gleich die Packies am Start. Die müssen wir wieder runterstellen. Wir haben noch einen Mauerbrecher hier. Und dann machen die Packer hier hoffentlich jetzt mal richtig Trouble in der Base, Leute. Ich bin wirklich mal gespannt. Können wir hier mit reinnehmen noch zusätzlich die Maschine. Von dort vielleicht. Und den nehmen wir auch mal mit rein. Wo ist mein großer King hier? Da ist er. Der Eiserne mit der großen Faust. Okay. Die brauchen auch ein bisschen Zauber, habe ich gesehen. Und kommen da nicht ganz rüber. Jetzt können sie aber springen, wenn dann noch jemand da ist. Ich glaube, da ist aber auch gar keiner mehr da, weil, wie gesagt, die haben echt nur 200 Trefferpunkte. Das ist nicht viel, Leute. Das ist nicht viel. Die müssen wirklich gut gespielt werden. Schwierige Eventtruppe. Ich glaube, so schwierig haben wir die auch noch nie gehabt. Also die dann schwierig zu spielen ist. Vielleicht ist sie auch einfach zu spielen, wissen wir im Moment nicht, ne? Das wissen wir ja im Moment gar nicht. Vielleicht ist sie doch einfach zu spielen, aber ich habe das ganze Dunkel liegen lassen. Das nehmen wir alles da oben, ich Otto. Vorher schauen, Toto. Vorher schauen. Ja? Aber okay. Letztendlich wollte ich die erstmal anspielen. Ich werde dann wahrscheinlich ein Meistervideo gucken werden müssen oder so. Und 244 ist aber in Ordnung.
wenig Pokal. Ich werde jetzt auch 2-3 Mal droppen dafür. Aber erstmal sieht es ja ganz nett aus. Und ich würde sagen, ich fahre auf jeden Fall weiter. Oh, hier hinten kann ich wieder was weitermachen. Was gibt es? Ah, ich kann 2 Sachen holen. Einmal Glimmerz, einmal Plätzchen. Plätzchen. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Okay, dann sparen wir mal auf den Lebkuchenkönig. Aber wir haben jetzt schon mal den Riesenhandschuh. Also die erste epische Geschichte hier finde ich auch ganz gut. Wie ist eure Meinung zu dem ersten epischen Item, das man jetzt schon so früh kriegen kann? Und gerade wenn man Clankriege spielt, man gewinnt sie, du spielst den Erlebnispass oder den Eventpass, spielst den Goldpass, da kommt man dann schon ziemlich, ziemlich nett und ziemlich, ziemlich weit voran. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von dem Preis, 5,99, ist das gerechtfertigt oder nicht? Denn ihr bekommt auf jeden Fall, wenn ihr den freien Pass spielt, auch Minimum die Faust, also auch das epische Stück, können sich die Free-to-Play-Spieler holen. Finde ich auch ganz gut. Und es war aber von vornherein gesagt, wer reinpaid, kann halt mehr bekommen. Aber viel mehr als die ersten beiden Items geht dann halt auch nicht. Aber immerhin, schönes Event und coole Belohnung, beziehungsweise nicht coole Belohnung da, sondern hier. Es gibt dann auch noch den Ressourcenschub für ein Juwel. Den habe ich eigentlich immer auf meine dunklen Töpfe, aber im Moment boostet bei mir alles für 11 Tage noch. Und es gibt das, den machen wir morgen mal oder heute mal im Livestream, denke ich mal. Da nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit für. Und Kekschaos ist, so lange läuft das Event. Leute, wie lange läuft das Jahr noch? 13 Tage. Okay, das Event läuft also am 1.1. aus. Perfekt eigentlich, oder? Perfekt für den Start ins neue Jahr. Ich hoffe, die Folge hat trotzdem ganz gut gefallen. Mann, jetzt habe ich aber wirklich viel gelabert. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns in weiteren Videos und in den Livestream. Vielen Dank. Tschüss, euer Toto. Vielleicht.